Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In 5 Tagen ist Weihnachten und das ist gar nicht mehr so viel Zeit, noch die letzten Geschenke zu besorgen. Ich bin normal jemand, ich plane schon gefühlt im November, was ich jedem schenken möchte. Aber irgendwie kommt es dann immer so, dass irgendwie auf den letzten Drücker noch das letzte Geschenk besorgt wird. Aber für dieses Jahr habe ich schon alles zusammen und wer mich kennt, weiß, dass ich mir bei Amazon auch immer meine Wunschliste so das ganze Jahr über schön sortiere, damit ich an Weihnachten, wenn mich jemand fragt, was ich möchte, auch sagen kann, da ist meine Wunschliste, such dir was aus. Für diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, was sie dem einen oder anderen schenken sollen, habe ich mal einen kleinen Auszug aus meiner Wunschliste jetzt zusammengefasst. Vielleicht ist was für eure Lieben dabei, wenn sie genauso nerdmäßig veranlagt sind wie ich, dann ist auf jeden Fall das Richtige mit dabei. Und dank Amazon Prime kann man sich es innerhalb von 24 Stunden mit Weihnachtsstress vielleicht 48 Stunden auch noch liefern lassen. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Artikel an. Das ist diese süße Müsli-Schale. Wer mich kennt, weiß, ich stehe auf Star Wars. Leider habe ich den aktuellen Film noch nicht sehen können, weil die Zeit irgendwie noch nicht so da war. Ich war ja am Wochenende in Stuttgart bei meiner Schwester auf der Hochzeit und auf der Taufe meiner Nichte. Aber ich werde definitiv jetzt in meinem Weihnachtsurlaub das Ganze noch nachholen und mir den Film ansehen. Aber ich finde die Müsli-Schale richtig, richtig knuffig und es ist einfach mal was anderes zu dem üblichen Standardporzellan, das man sonst daheim hat. Dann habe ich mir eine meiner absoluten Lieblingsserien gewünscht. Das wären nämlich die Gilmore Girls. Die habe ich sehr spät für mich entdeckt. Also ich glaube, meine Freundinnen, die haben das alle zum Teenage-Alter rumgeschaut. Ich habe es vor zwei Jahren erst für mich entdeckt, habe die Serie von Anfang bis Ende, dank Netflix, geschaut. Und ich bin ja so jemand, ich möchte gerne von meinen Lieblingsserien auch die Staffeln zu Hause haben. Und mittlerweile gibt es dann natürlich, weil ich so spät dazu gestoßen bin, auch schon die Sammlerbox zusammen. Und passend dazu sind wir schon bei Artikel Nummer 3 und 4. Das wären nämlich die Funko Pop Figuren, die ich nämlich auch sammle. Und da gibt es die Rory und da gibt es die Lorelei als Figur. Ich möchte sie natürlich gern beide haben. Ich wollte schon ewig welche kaufen, habe dann gedacht, kaufst du die eine oder kaufst du die andere. Die sind ja auch nicht so günstig. Aber ich habe mir gedacht, packst du einfach mal auf deine Wunschliste, wenn jemand fragt für ein Teil kann er sich einen davon aussuchen, dann kann ich mir immer noch den zweiten dazu kaufen. Wenn wir aber gerade bei Funko sind, es gibt nämlich noch 2 weitere Figuren auf meiner Liste, die ganz, ganz hoch im Kurs stehen momentan. Die sind nämlich gerade erst rausgekommen und ich glaube, die gibt es bei uns in Deutschland noch nicht, zumindest habe ich sie noch nicht gesehen. Und der eine ist auch Hot Topic, Original, Exclusive, bliblablub, wie das auch immer heißt. Das wäre nämlich von Riverdale der Jughead in seiner Serpent-Jacke. Der normale hat, glaube ich, seine Mütze auf und der Hot Topic Exclusive hat diese mega geile Lederjacke an. Ich mag die Figur und wie kann es auch anders sein? Ich als großer Archie-Fan muss natürlich auch den Archie haben. Wer hätte es gedacht? Und last but not least, wir bleiben noch mal kurz bei Funko. Ja, ich mag die Figuren einfach. Am Anfang dachte ich noch, boah, sind die hässlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann war ich 2016 mit den Mädels auf der Comic-Con in Stuttgart und ich habe mir die ganzen Stände angeschaut und jeder hatte diese Figuren und bin dann ewig mit meiner Schwester über die Messe gerannt und ich wollte unbedingt Khal Drogo und Khaleesi und Khal Drogo gab es nirgendwo und einen letzten haben wir an einem Stand noch gefunden und den habe ich mir dann natürlich direkt gekauft und somit hatte ich auch meine ersten 2 Figuren. Aber wenn wir gerade noch bei Funko sind, einen letzten gibt es dann noch auf meiner Wunschliste. Meine absolute Harry Potter Lieblingsfigur. Es gibt keine, die mir wirklich besser gefällt. Und zwar ist das hier diese süße Luna mit ihrer Sonnenbrille. Ich bin verliebt in dieses kleine Teil, habe sie leider immer noch nicht gekauft. Ich gehe immer zu GameStop und Co. und dann sehe ich welche und denke mir, ja, die nimmst du mit. Und dann hast du dich im Laden schon verliebt und dann denkst du, ah, du wolltest es doch Luna haben. Aber ganz oft gibt es sie auch nicht. Ich habe sie, glaube ich, auch noch nie in einem Laden gesehen. Ich sollte es mal nachholen, die online zu kaufen. Wenn wir aber gerade bei Harry Potter sind, wie kann es anders sein? Ich muss mir unbedingt irgendwann diesen schönen Pullover kaufen. Ich als bekennender Hufflepuff
habe noch kein Hufflepuff-Merchandise. Also ist dieser Pulli eigentlich ein Muss. Den gibt es natürlich auch von Gryffindor, von Slytherin und von Ravenclaw. Aber ich möchte diesen schwarz-gelben Pulli haben. Und ich möchte nicht gefragt werden, ob ich BVB-Fan bin. Was ich auch bin. Also passt es irgendwie auch schon. Außerdem bin ich jemand, der gerne Fan-Merchandise trägt, das man allerdings nicht auf den ersten Blick erkennt. Als Fans, klar, dann sieht man das T-Shirt und weiß, ah, das ist Harry Potter. Aber als Nicht-Harry Potter-Fan oder jemand, der den Film vielleicht maximal einmal vor x Jahren gesehen hat, der weiß natürlich nicht, dass es sich um Harry Potter handelt. Genauso dazu passt nämlich dieses süße T-Shirt hier. Ich habe es gesehen, habe es direkt auf meine Wunschliste gepackt und irgendwann werde ich mir dieses süße Teil auch definitiv noch kaufen. Dann switchen wir mal in die andere Ecke. Von Star Wars über Riverdale, über Gilmore Girls, über Harry Potter zu meiner anderen großen, großen, großen Leidenschaft. Dem schönen, schönen Marvel Universe. Wie kann es anders sein? Ich als Schmuckfan musste natürlich diese süßen Ohrringe hier direkt auf meine Wunschliste packen. Die habe ich, glaube ich, bei EMP gesehen. Ich verlinke euch aber natürlich nochmal alles unten in der Infobox, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Das ist der kleine Groot-Ohrstecker. Ich mag Groot. Groot ist einer meiner liebsten Charaktere von Guardians of the Galaxy nach Rocket. Aber Groot ist einfach süß. Und die Ohrringe habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Die sind mir echt zufällig beim Stöbern über den Weg gelaufen. Und ich musste einfach direkt auf meine Wunschliste packen. Dann habe ich noch was von Guardians of the Galaxy von euch. Auch wieder ein T-Shirt, wo man nicht direkt erkennt, dass es Guardians of the Galaxy ist. Beziehungsweise steht zwar drauf, aber wer das Ganze nicht kennt, hält es einfach für ein schönes schwarzes T-Shirt mit weißem Muster. Ich finde, es erinnert mich ein bisschen an dieses Ramones T-Shirt. Aber es ist natürlich Guardians of the Galaxy. Und dann, last but not least, kommen wir zu meinem letzten Artikel. Aber ich muss sagen, es ist mein absoluter Lieblingsartikel auf meiner Wunschliste. Ich habe dieses Teil noch nie irgendwo gesehen und bin auch bei EMP darüber gestolpert. Und das ist dieser hübsche weiße Pulli. Hier auf der Brust gibt es das Captain America Logo. Wer mich kennt, weiß, dass Captain America von allen Männern im Marvel-Universe, im DC-Universe, im ganzen Nerd-Universe mein absoluter Favorite-Charakter ist. Ich mag den Steve, ich mag den Captain America, ich mag die Battles, die er sich immer mit Iron Man gibt. Ich stehe einfach auf diesen Charakter und wer mir eine Freude machen will, der weiß, bring der Julia einfach was mit, wo ein Captain America Logo drauf ist und die ist glücklich bis ins nächste Jahr. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration bringen, um den ein oder anderen vielleicht noch vor Weihnachten oder für Weihnachten zu beglücken. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und falls wir uns vorher nicht mehr sehen, frohe Weihnachten!